at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. So, für den Chat schon mal. Hier ist, ich habe schon mal. Ja, das ist nicht das Krasseste, ne? Ich weiß. Müsst ihr mir nicht sagen. Aber ich habe schon mal auf jeden Fall die Maps ausgewählt. Also eine kleine Extra-Szene für die Maps gemacht. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das ist gut. Das ist gutes Timing. Seid die Team-Captains beide vertreten? Jo. So. Wunderbar. Wie war bei euch die Vorbereitung? Ich möchte ein faires und gutes Quidditch sehen. Relativ okay. Mhm. Yannick müsste mich noch bitte einladen. Ja, dann machen wir sofort. Erstmal kommt ja das wunderschöne Bannsystem. Das machen wir und danach kannst du mir auch einfach so joinen. Ich habe es offen gemacht. Na, dann könnt ihr das offen. Okay, genau. Nice. Aber du darfst erstmal klären. Genau, David ist schon mal da. Und schon mal da. Genau, dann können wir das auf jeden Fall schon mal gleich machen. Tenchi, bereit? Mhm. Alles klar. Muss klicken. Sehr gut, dann hat Tenchi schon mal die Ehre. Welche Map möchtest du als erstes rauspicken? Rauspicken oder bannen? Bann. Essen ist raus. Alles klar. Dave jetzt eine Bann. Welche nochmal, Entschuldigung? Essen ist raus. Okay. Wolltest du nehmen, tut mir leid. Nee. Achso, okay. Jetzt bin ich dran, ne? Ja, du hast die Ehre. Bad, ja. Haven. Alles klar. Haven ist raus. Bind. Natürlich zwischen Split und Bind entscheiden, genau. Genau. Ja, wir nehmen Split. Es wird Split, meine Lieblingsmap. Sehr gut. Sympathie. Auf welche Seite wollt ihr spielen, Dave? Seid ihr Verteidiger oder Angreifer? Wir spielen Verteidiger. Verteidiger. Okay. Alles klar, dann haben wir es geklärt. Wird Split, meine Lieblingsmap tatsächlich. Dann dürft ihr jetzt auch wieder zurück. Ich lade euch dann sofort beide einmal ein. Seid auch bitte ready, also sag zum Beispiel, dass ihr aus dem eigenen Team einmal rausgehen sollt, Henshi. Jo, alles klar. Alles klar. Viel Erfolg euch beiden, viel Spaß. Ja. Jo, danke. Jo, danke. Abfahren. Ja, lief doch schon mal ziemlich gut. Fängt auch gut an. Beste Map auf jeden Fall. Na, ich mag Split gar nicht. Was, echt nicht? Aber, nee. Ah, okay. Woran liegt das? So, erster Linie, dass die sehr viele Höhenunterschiede hat und deswegen muss man sich immer und immer wieder kurz aufs Crosshair-Placement vermehrt konzentrieren und dadurch kriegt man häufig auch nicht mit, wenn schon der Go passiert oder so. Du läufst halt wieder Treppen und damit gefühlt 3 Meter weiter hoch auf kurzer Inferno quasi und es ist halt immer hochziehen, runterziehen, hochziehen und dann noch genau zu bleiben. Ja. Als andere Blick zu haben, ist machbar. Split Beste! Ehrenchat hier. Okay, gerade ist alles durcheinander noch, aber das legt sich jetzt. Okay, komplett durcheinander, das ist auch schon mal sehr gut. Okay. Ja. Klopf, bist du bei den Gegnern? Einmal kurz bitte alle von euch rausgehen. Ich sag Bescheid, wenn ihr joinen dürft. Dass ihr eine Seite auf jeden Fall schon mal voll vertreten ist. So. Das andere Team geht jetzt einmal kurz schnell raus und dann dürft ihr einmal kurz auf eure Seite. Ah, okay, gut. So, Daniel noch rüber? Genau. Alles klar. Viel Spaß. Ja, Sven ist noch drin. Sven ist noch drin. Okay. Übelst überfordert, ne? Also Sven, du musst auf die andere Seite. Warte. Du bist kein Verteidiger. Du kannst nicht auf die andere Seite des Teams, Sven. Tut mir leid, du hast dir schon erst ausgesucht. Ja, warte. Sven, heute noch. Ja. Porn ab, runter, weg. Warum hast du mich jetzt eingeladen, Sven? Weiß ich nicht. So, ein Team ist vollständig, da könnt ihr jetzt alle auf die Angreiferseite. Könnt so dazu, okay. Genau, jetzt dürft ihr auf die Angreiferseite. Bitte keiner jetzt aus Versehen den Beobachter, das fällt toll. Viel Spaß. So, ich hab's geregelt. Ich schneide jetzt auch noch den Invite, ja. Ja, du kannst so eigentlich joinen, ich kann dich aber auch nochmal einladen. Ja, ist cool. Essence. Keiner mag Essence von meiner. Vom Chat her. So. Sind vollzählig. Hast schon mal. Ja, gut. Ich weiß nicht. Essence hat tatsächlich so ein paar Dinge, die sind schwierig, aber insgesamt ist Essence ziemlich geil. Genau, Split war die Wahl. Du kannst mich wenn bestätigen. 5 Leute mit Kommunikation da sitzen, dann hast du echt ein Problem. Der erste Start hat Spiel neu? Easy? Ja. Okay, ist ja kein Ding. Das Spiel ist ja mittlerweile released.
Deswegen kommt es auch nicht mehr zu Bugs. Ja. Ich gebe dir auch noch so mal ein Häkchen. Das war auch ein bisschen genauso viel Recht, was du hast. So, auf jeden Fall, alle Teams sind da. Split, meine Lieblingsmap. Kommt auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wie sie gleich abschneiden. Einer wird es snacken. Ja. Leute, 45 Minuten schafft ihr doch wohl ohne. Mit Cheats. Ja, wenn du rauslegen willst, ja. Ganz viel Cheats. Ganz viel Cheats. Bitte. Also wir haben Cheats, ja. Also wir beide, aber die nicht. Gut. So, so alle einfach mal bereit gehen. So, Sven ist auch da. Okay. Einer ist schon mal bereit. Das ist schon mal gut. Vollzählt ist jetzt alle. Na? Drei sind bereit. Vier sind bereit. Ihr könnt den Chat gar nicht sehen, aber ist auch egal. Im Zweifelsfall steht da eine doofe Aussage, dann überblende ich das. Also, das ist doch smart von mir gedacht, ne? Okay, das Team Alpha eSports schreibt bereits, dass es bereit ja, ist. Beide Teams sind bereit. Da hat es auch geschrieben. Die Bestätigung von Nightmare hat das, oder? Nein, Team ist bereit, hat er auch, hat er auch geschrieben. Alles klar. Alles klar. Dann. Have fun. Legen wir los. Spiel eröffnet, wa? Großes. Ja. Müssen wir vergnügen auf jeden Fall. Gehört zum großen Ton. Ja, ja, ihr seht das ja. Starten wir mal, wa? Hoffentlich verliere ich jetzt kein Internet. Das wäre belastend. Und da kann man nachschauen, weißt du das? Nur im Zweifelsfall eine Frage. Aber wir sehen leider nicht, was die pieken, wenn ich das richtig sehe. Ja, das, oder? Kann man nichts machen. Ja. Wir werden es ja gleich sehen. Also im Fall gibt es nicht, genau. Müssen wir da gleich drüber reden. Okay, 60 Sekunden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überbrückt von unserem Turnierlogo. Aber eine Minute haben sie auf jeden Fall Zeit. Jetzt sollte es ja kein Problem sein, dass beide Seiten picken können. Weil sie auch bestimmt schon da auch gut vorbereitet haben. Siehst du da auf Split einen Favoriten? Welcher Must-Have ist an Agenten? Oder allgemein, wo du sagst, das muss? Bin ich noch da? Ja, ne? Sieht dann noch aus. Ah, okay. Warum auf YouTube und nicht auf Twitch? Weil wir auf YouTube alles veranstaltet haben. Wir können es bei, falls es mal eine zweite Season gibt, können wir das auch auf Twitch machen. Aber das ist eine andere Sache. Wir haben mit Twitch ein paar Differenzen, was es so gibt. Aber das ist ja jetzt nicht die Sache. Sorry. Bei mir hat es geklingelt, ich bin jetzt aber wieder da. Ah, okay. Ich hatte schon gerade wieder Angst gehabt, dass bei mir Probleme da sind. Nee, das war bei mir. Ja. Ich habe einmal auch. Mal ganz kurz gucken, was die so gepickt haben. Ja, das ich mach mich gerade erstmal einmal kleiner. Ich bin jetzt ganz klein. So. Hallo, im Störe. Wir haben ein Problem mit Mirko, der ist gerade rausgeflogen. Der hat Internetprobleme. Okay. Alles klar. Ich wollte sagen, also. Alles klar. Okay, ciao. Jo, viel Spaß. Können wir nicht Pause machen? Weißt du nicht, können wir das pausieren? Das ist jetzt die Frage, Cheats. Pausieren. Na, ich kann Matchtimer pausieren. Spielen oder starten kann ich im Zweifelsfall. Mach das, mach Pause Matchtimer. Ne, ich kann Matchtimer pausieren. Ich weiß aber nicht, das hat glaube ich nichts mit dem Spiel zu tun. Doch, da hast du zu spät gedrückt. Ich hab schon davor gedrückt. Ha. Okay. Ja. Ja. Machen Restart, ich bin für Neustarten. Ja, kurze Unterbrechung. Gib einen Restart. So. Hier, sollen wir die erste Runde jetzt einfach ohne ihn so lang starten, oder? Nee, wir machen Restart. Wir machen einen Restart. Okay. Gut, vielen Dank. Klappt sehr gut, ich kann keinen Restart machen. Kannst du das?
Enki noch da? Ja. Okay. Jetzt ja gerade schon auf X, Leave Match. Ja. Ich jetzt in die Lobby komme. Ja. Ich mal ganz auf die Nase passen. Jo, einmal alle wieder raus. Okay. Wir werden ja schon mal fängen. verlassen. Match verlassen. Zweiter Versuch, Leute. Zweiter Versuch. Aber sind ja alle doch da. Immerhin. Hm. Geh das nochmal kurz in den Discord. Hallo, einer vom Gegnerteam hatte DC. Alle einmal wieder ins Hauptmenü, ja, bitte. Ja. Okay. Alle sind jetzt wieder im Hauptmenü. Ihr könnt Bescheid geben, wenn es wieder passt. Ja, ich weiß nicht, was Mirko da wieder hat. Weißt du, er hat LAN, aber sein Internet schmiert ab. Aber meinst du? Das, es ist ja kein Internet abgeschmiert, Jung. Ja, es war dasselbe. Internet schmiert. Der Client. Ruhig. Dann noch viel Spaß. Da seid ihr schon vor dem Turnier da. Sehr gut. Ja, da kommen wir drauf. Der erste schon mal salzig. Ist auch schon mal gut. Okay. Also ist alles okay, oder? Ja, der Kleine ist von einem abgespielt. Also keine Internetprobleme, aber der Kleine ist abgespielt. Okay. Mach bei uns die Haken raus. Da war das wohl der Unterschied, dass wir nichts machen konnten. Das machen wir, probieren wir einfach so. Haben wir auch mal bei uns einen Restart, hey. Die Frage ist mal wieder. Alle wieder bereit? Aber kurz zum Turnier dazu. Erstmal am Start müssen erstmal Probleme sein. Und dann geht's hart ab. Okay, Alpha ist wieder ready. Dann müssen wir noch die Bestätigung kriegen vom zweiten Team. Und dann hoffen, dass es nicht mal reicht. Alles klar. Inki auch bereit? Yep. Zweiter Versuch. Ich bin schon wieder heiß hier. Das Turnier startet. Zweiter Versuch. Jetzt. Gucken wir mal. Ja, also dass ich gerade schon in der Teamauswahl sehen konnte, falls man sich jetzt wieder dazu entscheidet, dieselben Kombinationen zu picken, dann war das eine Team auf jeden Fall sehr auf Intel unterwegs, eher für langsamere Aufbauten und Default-Standards zu gebrauchen und das andere Team einfach Boom auf die Fresse. Mhm. Man hat auf jeden Fall, also, da war ein, man hat auf jeden Race, Fall Jet und Ren in einem Team. Vom Gegnerteam auf Team zu sehen. Siehst du daraus einen Vorteil? Es hat beides Vorteile, ne? Mhm. Im Endeffekt musst du halt deinen Champion an deinen Spielstil anpassen. Und es bringt jetzt nichts, wenn du fünf Leute oder mit fünf Leuten da reingehst, die jetzt alle versuchen, eine super seriöse Kombi aufzubauen. Ja. Wenn es aber niemand an sich die ganzen anderen Positionen kann, wenn du fünf Leute hast, die alle Entry spielen wollen, dann spielen alle fünf Entry. Mhm. So. Ja. Na, Mori, gerade konnte ich nicht neu starten, aber ich zweifelsfrei müsste ich das jetzt können. So. Also bei mir läuft's an? Ja, bei mir läuft's auch. Drei sind schon unterwegs. Jetzt ist vier unterwegs. Also bis jetzt sind neun sind unterwegs. Einer ist noch am Picken. Wer ist denn da? Also sehr interessant finde ich, dass beide Teams sich, sind alle unterwegs. Alles gut. Ja. Für mich ist sehr interessant jetzt einfach mal zu sehen, dass alle sich gegen einen Brown Brimstone entschieden haben und dafür alle mit oben loslaufen. Mhm. Damit dann eher über das Game verteilte Smokes raushauen. In beiden Fällen ist der Team Captain. Ja. Oben natürlich ein guter Held, um zu flanken. Mm. Aber da muss dafür auch erstmal ein Spiel kommen und anfangen, die Gegner zu readen. Das wird ein paar Runden dauern, denke ich. Ja, bis spät und was. Okay, David spielt Omen. Den hat er sich irgendwann mal antrainiert. Also, ich weiß ja teilweise so auch so ein paar Schwächen. Also, Sage haben sie natürlich alle genommen. Rainer ist auch einmal vertreten. Ah, okay. Sven hat sich für Cypher entschieden. Sven war, ist eigentlich ja auch Main von Jet und hat auf jeden Fall da mehr Erfahrung. Ich weiß natürlich nicht, wie das Training abgelaufen ist, das war so alles so meine Erfahrung davor. Aber ich bin da mal echt gespannt. So, wir wechseln einmal durch. Gerade das Team steht immer noch vor B, immer noch drei Leute in der Mitte, versuchen wahrscheinlich gleich über Heaven den Kontakt zu bringen. Ja, und während der Zeit Viper und auch Cypher zusammen vor B. Ja, das sieht so gut aus. Auf die Ablenkung wartend. Und A schließt noch nicht aus. Stehen wir auch beide A. Ja. Da folgt der Go. Von den beiden aus der Garage. Ja. Wir fallen keine Frags. Da ist der erste Down. Da ist First Blood. Tenshi kriegt direkt noch einen zweiten und der Refrag kommt von Nero. Das war lucky für Nero. So, jetzt eine 3 gegen 2 Situation. Gucken, was wird. 3 gegen 2, die Sage. Oh, 1-on-1. Hat die Bombe unter Kontrolle, ne? Das ist ein guter Vorteil. Ja. Duelliert sich jetzt im Heaven mit Raze, mit Suede. Mhm, und beide haben sich gesehen. Natürlich Mega-Kater jetzt mit nur noch 15 Leben. Ich
Fake ja. Diffusing. Ja, aber er hat eine Waffe. Das darf man nicht unterschätzen. So eine ja. Phantom, die sollte eigentlich. Oh! Da war's. Schöner Klatsch von Daniel. Schöner Klatsch von Daniel. Ja. Schon mal guter Start. Tiger gewinnt. So, da war natürlich freudig ein bisschen mit seinem Messer rumfuchteln. Ja. Skin Action ist auf jeden Fall auch da. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wieso es nachher so sein wird, ob sie quasi. Sich so quasi eine Meta so herausstellen wird, beziehungsweise ob sich die Leute auf irgendeine Taktik festhalten werden oder ob sie durchweg rotieren werden. Ich glaube tatsächlich, dass sie zwischendurch rotieren. Dass man auf der CT-Hälfte oder auf der Verteidigerseite werden halt sehr viele sehr deftig spielen und häufig dieselbe Position nehmen, vielleicht einmal umwenden, ändern. Und auf der T-Seite macht es durchaus Sinn, mal auf A, mal auf B oder so anzugreifen, damit die Gegner halt nicht die Routine zu schnell lesen können. Also gerade versuchen sie es wieder über den Mitteweg. Ist auch nicht verkehrt. Die Mid-Control ist eigentlich das Wichtigste, weil du damit halt die CTs auch von der schnellen Rotation abhältst. Und diesmal sind zwei auch auf B hier gleich vertreten. Bombe. Jet natürlich am Up-Aim. Ja, hat denn ja theoretisch jemanden gesehen? Ja. Dürfte sogar von beiden wissen jetzt auf jeden Fall. Einfach mal reingetippelt. Das ist Spray. Ja. Aber das ist der Verlust auf BB, wird jetzt gelegt. Ja. So, 2 gegen 4. X-Men und Cookie gegen das gesamte Team. Jetzt haben wir nur noch uns und neben X-Men. Ja. Schauen wir mal, was X-Men macht. Der klassische Spot. Das Ding ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe, aber hier der erste Versuch, schade. Keine Chance gegen Daniel, keine Chance gegen die Waffengewalt. Ja. Aber es ist auch der klassische Spot, nachdem man die Bombe gelegt hat. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei deiner Erfahrung ist, aber ich. Von meiner Erfahrung her ist die Chance so 90%, dass er in der Ecke dann sich da erstmal kurz verkriecht, sag ich mal. Also theoretisch natürlich ist das ein sehr angenehmer Spot, den quasi zu halten. Du hast eine Ecke, von der du aus alles erstmal sehen kannst. Du kannst selber entscheiden, ob du aggressiv pieken willst oder nicht. Das Problem ist halt einfach, wenn du gesehen wirst, hast du keine Möglichkeit mehr zurückzugehen. Also gegen drei Leute oder so sehe ich das eher selten. Ja. Im 1-1 schon eher. Aber es gibt natürlich sehr viele Positionen. Das ist halt einfach nur eine, wo man sich so in seiner Komfortzone quasi befindet. Ja. Also jetzt ist der Weg auf jeden Fall auf A. Einer rotiert in die Mitte. Vielleicht auch so ein kleiner Antäuscher. Gleiche Taktik nochmal. Hält es auch bei, zweite. Da ist der Blind. Omen sorgt für. Macht den Stirnfried. Es geht jetzt hier auf langsam straight Richtung A. Ja. Die Viper Wars ist sehr gut. Der Team Captain. Vielleicht ist komplett abgeschlossen. Der Team Captain kommt einmal. Schon so, das Spike ist down. Ja. Auch bekannt. Mittlerweile rotiert das gesamte Blau Team. Was ist denn das? Denn er ist ein Nightmare Hunter. Rotiert mittlerweile komplett aus. Mitte ist ausgeschlossen. Von T-Spawn aus wird ausgeschlossen. Nee, Carter kriegt einen Down. Carter hält es mit der Chance. Schade. Leider nicht. Ja. Da kommt der Flank von Jet zur perfekten Zeit. War wenig zu machen. 3-0. Und ja, damit ist das Team Alpha eSports halt auch schon wieder dazu gezwungen, eine theoretische Eco zu machen. Beziehungsweise zu gucken, wie sie jetzt kaufen. Ja. Und langsam das Ruder rumreißen, einfach die Gegner mal ein bisschen zum Kontern kriegen. Ja. Jetzt geht's wieder erstmal in Tendenz wieder nach B. Kuda, kann man da noch mitmachen? Du kannst schauen auf unserem Discord, ob sich noch ein Team meldet, ob sie noch einen Ersatzspieler brauchen. Im Zweifelsfall hast du da vielleicht Glück. Sonst wird's schwierig. Also ich finde jetzt in der aktuellen Situation, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da jetzt Richtung B zu gehen. Es ist nur gegen eine Jet, die hat natürlich wenig Power, irgendwie die Gegner wegzuhalten. Aber über die Mitte hat es eigentlich gut funktioniert. Die Kontrolle einzunehmen, man hat dann halt einfach zu lange Mitte oben. Sobald man die Mitte hatte, dann hing man dann immer so da. Ja, okay, und was machen wir jetzt? Statt sich dann für A oder für B zu entscheiden und das durchzuziehen. Aber ja, Jet ist gefallen, sag ich doch, keine Stopping Power. So war im Duell. So. Jetzt sind es nur noch Carter und Cookie, die zusammen versuchen, irgendwie den B-Spot zu halten, weitere Informationen zu sammeln. Cookie ist sehr vorsichtig auf jeden Fall. Hatte auch. Nächsten Hood. Cookie. Gegner zuerst gesehen, konnte es leider nicht nutzen. Der letzte. Im Tunnel.
Mega-Kater. Wieder der Kater jetzt natürlich in der Garage. Ich weiß auch nicht genau, wo er dahin ämmt. Ja. Aber mal wieder der Letzte. Musst du dann natürlich flicken. Ja, gut. Ja. Machst du halt wenig, ne? Du hast eine Pistole. Ja. Du weißt, da stehen drei Leute, die von überall kommen können. War schon gut, dass er überhaupt in eine Richtung erst ihn abgeämmt hat und jetzt nicht so seine eigene Entscheidung mit Frage gestellt hat, aber wie gesagt, da muss dann halt auch was kommen, also auch an der Stelle B eingenommen, die Jet getötet und ab dann hat irgendwie die Lok auch aufgehört zu rollen, ne, das So, jetzt wechseln wir, aber sie wechseln wieder auf A. Also ist immer wieder ein schönes Hin und Her. Ja, das sollte man auch machen, das Balancen. Ja. Ob man jetzt die Runden am Gewinnen ist oder nicht, man sollte trotzdem den Gegner nicht das so einfach machen. Ja. Dass er weiß, okay, die kommen eh hier. Einer ist wieder in der Mitte diesmal, macht Megakarte den Störnfried in der Mitte. Kann auch vielleicht jetzt das nutzen. Jet pusht schon wieder komplett aus. Ja. Kommt gleich mit der Ulti von hinten. Jetzt hängt... Viper sprintet entgegen. Alpha Esports hängt alles ziemlich in der Ecke. Okay. Nero kommt rein. Hat noch einen Headshot, aber hat nicht gereicht. Ja. Und man verschiebt jetzt hier schnell auf B rüber. Na gut, ne, wenn der Verschieber, der von hinten flanken will, in dem Fall die Jet halt getötet wird, eröffnet das natürlich die komplette Formation. Du hast ja auch schon einige Stunden Erfahrung, sag ich mal. Wie ist denn so sein Eindruck von Split? Siehst du die eher als T einseitig oder siehst du die als ziemlich gebalanced? Boah, ja, an Split wurde halt regelmäßig was geändert, so, und gerade die Mitte ist halt sehr umkämpft. Ich glaube nicht mal, dass T oder CT-lastig ist, sondern es ist halt eine Map, die sehr davon abhängig ist, wie das Aim halt sitzt und das gemeinsame Pushen. Okay. Als CT genauso als T. Du musst auch als CT zwischendurch was Aggressives machen und versuchen auszuschließen und Infos zu sammeln. Aber hier kommt jetzt der Retax, wird langsam interessant. Ja, die Sage hat noch Nero wiederbelebt. Es steht 2 gegen 3 in der aktuellen Situation und die Ulti von Viper macht es natürlich nicht einfacher, das Überzahlspiel auszunutzen. Noch viel Zeit rausholen. Ja. Das sieht erstmal okay aus. Erstmal mit dem ersten. Es hat sogar mit 2 gearbeitet an der Stelle. Das ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Und da ist der erste Sieg für Alpha. Ja. Also die Angst. Die erste Runde für Alpha Esports. Ja. Nachdem, auch wenn etwas glücklichen Doppelspray von X-Men, konnte man halt echt nicht mehr viel machen. So, das ist dann oben. Die Ulti von Viper natürlich auch gut eingesetzt. So wie man sie halt auch kennt. Einfach Ulti mit der Bombe. Mit der Kombination. Wieder ein Aufbau für A. Eine Sekunde. Es hängen alle 5 auf einer Stelle. Wird auch einer die Mitte rotieren. Okay. Toxine treten aus. Okay. Okay. Toxinschirm inaktiv. So langsam wird in Richtung A tendiert vom Verteidigerteam. Natürlich tasten sie sich noch vorsichtig ran. Aber schwierige Situation, jetzt alle 5 quasi auf einem Fleck. So, ich bin wieder da, habe ich irgendetwas verpasst? Na, bisher alle gehen so langsam in Richtung A vom Verteidigerteam und Alpha Esports ist leider noch sehr auf einem Fleck verteilt, also... Ich denke, das ist in Ordnung. Also an der Stelle, Nightmare hat das Trauen, sich jetzt nicht mehr ganz so schnell ganz so weit auszupushen. Weshalb das diesmal ein bisschen langsamer geht, die also mehr Zeit auch vor A haben. Und sie stehen theoretisch immer noch nur mit 3 Leuten vorm A-Spot. Ja. Also die haben Angst, dass da was über den Markt kommt oder so. Ja, einer Chat kommt jetzt von hinten. Rainer wir auch mit einer guten Chance. Chat ist weg. Trifft leider nicht. Rainer ist noch bei B. Geht jetzt aber auch so langsam. Und da kommt die Ulti von oben. Versucht das auch von hinten zu flanken, also momentan 4 gegen 4, der Shot von Daniel. 2 sind jetzt auf B aktuell tendiert, also sie wissen noch nicht, wie mit der Situation umzugehen. Das ist auf jeden Fall schon. Und da ist die Gegen-Ulti. 4 Sekunden. Oben versucht die Baum zu planten, aber die Rainer ist leider da, hat das gesehen. Eine Sekunde. Tötet ihn um. Zu lang gebraucht. Schade. Die Runde ging wieder an die Verteidiger, ja.
Also das war natürlich auch wieder, wie ich schon die vorigen Runden gesagt habe, da fehlt dann halt im Endeffekt so dieses Abschlusstempo. Mhm. Ne, gut nach vorne gespielt, Raum eingenommen, einen Frag gemacht, aber dann muss man sich halt auch dazu entscheiden, loszurennen. Ja, diesmal waren die Chancen auch gut. Also klar, aus unserer Sicht natürlich einfach zu sagen, aber es waren zwei, das Gegnerteam war noch ziemlich unsicher, war auch gut verteilt. Zwei waren auf dem B-Spot. Man hätte die Chance war auf jeden Fall da, das gut umsetzen zu können für den zweiten Sieg. Für den zweiten Point. Jetzt machen sie das, genau die gleiche. Jetzt wird schnell B gespielt. Ja. Ja, gucken, wenn sie diesmal mit Tempo durchziehen und mal dazu kommen, jetzt haben sie den Frag, jetzt müssen sie drauf. Mhm. Keine Angst haben, aber man bleibt da vorne stehen. Mhm. Das Tempo wird jetzt erst von Race bestimmt, hat schon großen Abstand zum Rest. So. Sind teilweise noch Leute am Schleichen. Mhm. Aber die Zeit ist trotzdem genommen, das ist gut. Mhm. Quasi gleiche Taktik, alle auf einem Weg, aber diesmal auf jeden Fall deutlich effektiver genutzt. Abgesprochener, will ich behaupten. Also jetzt hat man halt miteinander geredet, dass man dann jetzt auch nach vorne muss. Mhm. Und das könnte eventuell auch die veränderte Entscheidung sein, die dann halt auf zumindest dieser Hälfte der Halbzeit vom Corona holt. Das ist aber erstmal der Retake. Oben kommt von Heaven Rainer aus der Garage und so von CT. Aber X-Men holt den erst. So, God of Nightmare hat einmal aus. Nightmare gegen X-Men. Hat noch die Chance auf die Sage. Ja, sie aber leider nicht. So. Cypher undown. Und ja. Cookie zieht sie die Länge. Cookie beendet das Ganze hier. Die Länge ziehen würde ich nicht nennen und die Bombe geht halt trotzdem hoch. Hm. Aber zumindest bis zum Ende durchgegangen. Also Axel macht hier ein gutes Gesicht, der hat ein sehr gutes Retake-Verhalten, kommt auch zu den Schwecks, aber aus irgendeinem Grund Daniel momentan doch ein bisschen spielentscheidend. Unterwegs mit seinen 12-3. Ja, 12-3. Stärksten Teams. 6-5. Ist ja alle ziemlich auf ähnlichen Level, sage ich, würde ich jetzt erstmal stumpf behaupten. Aber Daniel hat bisher auf jeden Fall den Vorteil daraus. Der hebt sich ein bisschen von der Menge ab. Gleiche Taktik wie gerade. Ja, Alpha Esports sieht auf jeden Fall, dass das eine gute Möglichkeit auf die Zeit zu kommen. Ich meine, sie werden ja auch da drin bestätigt. Ja, jetzt bleiben sie nur erstmal in der kleinen Höhle drin. Bleiben länger drin. Jetzt tasten sie die Lampe. Ja, und Nightmare Hunter sind natürlich sehr schnell verschieden, ne? Mittlerweile der ganze Beastport schon wieder vollgestellt. Ja. Drei Leute, nach und nach wird er wieder rausgegangen, dann wird das Ganze natürlich sehr schwer. Nero weggesniped. 2 gegen 4. Okay. Cookie muss regeln. Bombien. Da. Ja, Daniel kommt jetzt mit der Sage immer noch von hinten. Ja. Die Wall steht gut. Ja. Zwängt den Cypher natürlich in eine, jetzt noch eine, jetzt ist er bekannt durch den Fall. Mhm. Nachgeladen. Ja. Ordentlich auch noch zu zweit gepickt. Mhm. Das war schon schön gespielt. Das hat vom Timing gestimmt, da waren überhaupt gar keine Chancen übrig. Mhm. So. Man baut sich wieder ein bisschen was vor. B von der Last her auf, allerdings geht man diesmal auch über den Underground, um die Mitte wieder unter Druck zu setzen. Das hat ganz am Anfang schon funktioniert. Mhm. Wenn es diesmal auch mit mehr Tempo gespielt wird, könnte das durchaus sehr erfolgreich ausgehen. Ja. Ja, die Mitte oben wird hier fallen gelassen. Wunderschön gegengespielt von dem Nightmare Hunter Team. Wenn man die Mitte nicht gegendrücken kann, dann lässt man sie halt fallen. Okay. Ja, Kata. Geht so langsam runter. Und Daniel Sage wartet ab. Macht den ersten. Ja. Zieht zurück zum Heilen und ja. Da, Mega Kata, hab ich ein Glück gehabt. Weiß nicht genau, wie ich das jetzt kommentieren soll. Okay. Okay. Schnell auf A. Kata wieder durch auf die A-Side geboostet, Sage im Heaven und damit hat man eigentlich eine gute Kontrolle über die Zeit, auch wenn man gegen drei Gegner steht. Ja, jetzt ist Ausgleich, 2 gegen 2. Die Jet allerdings noch angeschlagen, fast down. Nightmare hatte die Chance, aber hat das Aim leider dann im Duell verloren. Das war der wahrscheinlich gewinnbringende Fight, jetzt 2 gegen 2. Mega-Cutter gut abgeändert. Zumal Fiesport hat genug Zeit gehabt, um sich aufzubauen. So, Nero, letzte Hoffnung für diese Runde. Der hat aber wenig Leben. Also ich glaube, dass die Runde geht an die Alpha Hunter. 6-3, damit eigentlich gar kein so schlechtes Ergebnis. Also
Sofern Alpharetta gleich auf der City-Side auch in der Lage ist, Kontrolle zwischendurch aufzubauen, wie das Alpha Esports, wenn Alpha Esports in der Lage ist, die Kontrolle aufzubauen, wie das jetzt gerade unter Nightmare macht, dann sehen wir vielleicht sogar noch eine Overtime-Runde. Das will ich jetzt mal ganz mutig behaupten. So, jetzt mit 4 Leuten über den Underground, das ist auch neu. Ja. Eine weitere Idee. Ja, und Cookie. Mitte wird schon wieder eingenommen, wieder mit einem Wall von Viper diesmal, genau von der anderen Seite. Baut sich auf. Ja. Auch interessant. Megakata hat alle in allen möglichen Spots schon mal geschossen, aber in der einen hat er jetzt auch leider nicht hingeguckt. Das hat er, hat die Rainer gut genutzt. Und so weiter. Es wird momentan die Mitte umkämpft. Alle drei Terroristen auf der Post. Hochrichtung Heaven. In der Treppe am Stehen. Ich denke, sie sind die Gegner bestmöglichst bekannt. Mhm. Tenshi hat sich versucht raus zu teleportieren, kam damit durch. Er ist gänzlich unbekannt zu aktuellen Moment. Kann er mit Hinter Sage? Ja. Nee. Die Bombe ist jetzt auf CT-Seite. CT-Spawn. Ja, aber gucken, was der X-Men macht. Der X-Men hat eine Lücke gefunden, ist jetzt über den CT-Spawn unterwegs Richtung A. Ja. Mal gucken. Ein paar gute Shots hatte er, vielleicht kommt er diesmal zum Klatsch. Chance ist da. Nutzt auch seine Ulti. Stop. Alle schalten. Alle, es geht sofort nach Richtung A. Beide jetzt bei Kong. Da wird der permanent beschossen. Ja. Er hat halt leider echt nur 2 Schuss für 3 Gegner, ne? Das macht die Spielsituation unglaublich unangenehm. Nach Landen. Ja, aufpassen, wo du reinrennst. Ah, oh, das war Daniel. Schade. Vierer. 4 weggemacht diese Runde. Ja. Mittlerweile damit bei 18 auf dem Zähler. Ja. Wann ist das nächste Turnier? Das schauen wir mal. Wir wollen das mal da zu Ende bringen. Am Samstag geht's weiter. Da kommen 4 Matches, also heute nur ein Match. Am Samstag kommen dann 4 weitere. Das wird dann der lange Tag. Und 4 Matches, Carsten. Oh. Ja, das wird interessant. Wie viel Uhr beginnt? Ab 15 Uhr ist das erste aktuell drin. Stand jetzt, falls sich nichts verschieben sollte. Und Sonntag ist dann quasi das Finale. Bisher. Das ist dann das letzte Match. Und ja, das, wann das nächste Turnier kommt, schauen wir dann einfach mal, wie so alles dann ankommen wird und wie viel das Interesse dann bei einer zweiten Season quasi, wie das dann wäre. Das sieht man dann. So, jetzt ist mal eher wieder vom B-Split aufgebaut. 3 Leute vor der Garage, Race und Cypher kommen über die Mitte und haben auf den Entry gesetzt. Carter wartet noch weiter Stress, kommt den Heaven hoch. Und jetzt wahrscheinlich direkt auf die Zeit durch mit der Ulti gezündet, leider gegen die Decke geflogen. Ja, Nero hat. Und dann so ein Jumpshot! Genau, wo ihr seid. Megakata. Okay. Megakata leicht im Verfall gerade. Ja. Denke ich so, wenn ich sie nicht sehe, dann sehen sie mich auch nicht. Aber ein starker Take in dieser Runde von Alpha Esports. Esport komplett unter Kontrolle, nur noch in 2. Omen kommt noch über den T-Spawn. Die Sage ist bekannt, von oben wissen die nichts. Er hat eigentlich eine günstige Position, wenn das gut ausspielt. Ja, alle haben bisher auch den Fokus auf, mehr auf darauf. Okay. Mein Cypher bzw. Cookie guckt noch in alle möglichen Richtungen, aber hat den Spot eigentlich gut drauf. X-Men schießt jetzt auch rein, guckt aber jetzt im falschen Moment. Oh, das ist weiß Bescheid. Das ist natürlich jetzt. Ja, man hat halt nach CT schon ausgeschlossen, in der Mitte war kein Contact. Ja. Garage ist halt dann doch irgendwo tatsächlich das Wahrscheinlichste. Ja. Ich würde da weggehen, God of Nightmare, schade. Ja, aber gut umgesetzt. 7-4 auf jeden Fall bisher. So viel zu den Tendenzen, also bisher auch ziemlich gut alles. Mach. Ja, also ob es jetzt 8-4 durchgeht oder 7-5, ich denke in beiden Fällen können wir uns auf jeden Fall noch eine gute zweite Halbzeit fast machen. Na, ich bin auch echt mal gespannt, wie sich dann alle dann umstellen, also wie die sich auf der anderen Seite dann anstellen werden. Wird natürlich auch noch sehr interessant. Also entschieden ist sowieso nichts. Also weiß nicht, wie viel Delay wir haben.
bisschen darauf achten, wie wir euch in-game antworten. Oder es erklärt euch der liebe Herr hier. Also das ist die normale Latenz bei YouTube. Ich weiß nicht, das könnten 30 Sekunden sein. Latenz ist natürlich auch dafür da, das Delay, dass man nicht im Zweifelsfall... Wir gehen nicht davon aus, dass irgendjemand Stream sniped, aber für den Fall. So, auf jeden Fall, Kuki und Megakarta, die einzigen Überlebenden von Alpha Esports jetzt noch in dieser ersten Halbzeit. Raze kommt über den T-Spawn langsam nach vorne, Cypher hält noch nach hinten ab. Ja, und das Spike ist mittlerweile von... Ja, jetzt 4 nach diesem Revive in der letzten Runde der Halbzeit. Gehalten. Waze. Ja. Yeetet auf jeden Fall mit sehr viel Mumm rein. Jetzt kommt Rainer von hinten. Cookie sollte auch auf seinen Rücken achten. Nee, das muss nicht unbedingt Stream-Schnapping gewesen sein. Ich gehe eher, wie gesagt, davon aus, dass man das halt mit der Zeit auch gereadet hat. Zum einen wurde häufig von hinten ausgeschlossen und zum anderen war der komplette Zielspawn genauso wie die Mitte ja unter Kontrolle. Das heißt, von da aus konnte auch nichts kommen. Wenn der also irgendwo hängt, dann entweder auf dem A-Spot oder halt in der Garage davor, um halt Exit-Tracks zu ziehen. Ja. Also das kann man absolut predicten, das denke ich halt auch. Ja. Keine Frage. Bisher noch ein gutes Hin- und Herlaufen. Also man merkt, dass bei Alpha Esports ist gerade eine kleine Diskussion, wie man die Runde angehen möchte. Ja. Ja, das sieht aber nach dem Aufbau für den B-Split aus. Erstmal wieder die mit Control holen. Ja. Die Bombe würde ich jetzt nicht unbedingt in die Mitte nehmen und Sage als Entry zu schicken. Daniel mutig und eventuell der Wegwurf der Runde. Da hätte er aus dem Moment warten sollen, denke ich. Mittlerweile wird von 4 Leuten die Mitte gehalten. Als E-Sports entscheidet sich auf jeden Fall eine interessante Technik. Cookie hätte sich auf beide, konnte es leider nicht nutzen, beide aber angehittet. 4 auf der Side gegen 4 auf dem Heaven. Viper schließt jetzt von hinten aus, das ist keine dumme Idee, weil zu viel Leuten über Heaven, das ist zu eng, da kann niemand arbeiten. Ja, bisher ist der Fokus auch gut auf dem Balkon, also die Ablenkung ist auf jeden Fall da, X-Men kann es auf jeden Fall jetzt nutzen. Ja, Rain, der muss noch ein bisschen was davon kommen, er wird jetzt vielleicht 3 Spieler im Blick bekommen. Hier steht Johnson, einen konnte er zumindest machen, 2 stehen noch im Backyard, der Retake kann gelingen. So, jetzt müssen wir dafür gehen. Die 2 Frags sitzen und damit kann auch die Bombe dann entschärft werden. Schöner Retake. Schöner Retake von Alpha Esports. Achtung, das hat. Aber pass mal den Stats. Wenn du Tab drückst, siehst du dann alle Spieler? Siehst du alle Spieler? Bug, nein. Okay, ich wollte mal fragen. Man sieht auf jeden Fall die Stärksten. Kommt Chien hier heute ohne Scoreboard. Ja. Das Team, wir wollen damit symbolisieren, dass das Team natürlich wichtiger ist als natürlich irgendwelche Stats. 4-Mann-Rush jetzt in der Mitte. Ja. Omen zieht einfach weiter durch, kann sich die Sage holen, verschießt aber zu viel. Sage geht wieder zurück. Ja. Nightmare hatte die Chance, da noch einen weiteren Entry zu setzen. Nette Idee, Umsetzung ist natürlich was anderes. Ja. Aber gut, da hätte noch vielleicht jemand folgen sollen oder man hätte von Anfang an abbrechen müssen. Aber der Frag, der hätte dann fallen müssen. Das. Ja, Palka konnte die Chance nicht nutzen, den Chana schon zuerst gesehen zu haben. Knapp auf jeden Fall. Aber ist jetzt auch down. Jetzt noch 2 gegen 4. 1 gegen 3. Mega Kater. Aber Daniel wird gleich die Bombe legen können. Der hat auf A alles frei. Mega Kater rückgerückt. Rotiert, als hätte er es gehört. Nee, ich denke, das war einfach ein frühzeitiger Read. Irgendwann muss er ja durch sein. Ja. Das alles andere hätte keinen Sinn. Es läuft nicht einfach nur einer auf B, damit der andere dann 30 Sekunden später kommt. Ja. Die Marsch. Ja, man geht mit drauf, weil man es woanders. Die Position. Chance ist... nimmt den ersten. Ja. Pistolen sind ja bekannt dafür, dass durchaus auch einiges interessant laufen kann. Immer noch einer im Heaven, der andere ist im Elbow. Schade. Und damit wird weiter aufgeschlossen. Ist schon auf jeden Fall schon mal krass. A6. Man kann. Beide fast gleich auf, würde ich schon fast behaupten. Jetzt beide Siege
Seit dem Wechsel bei Alpha. Okay. Ja, ich denke in dem Fall, alleine dadurch, dass halt diese Struktur mit dem dann durchgehen, bei beiden ein klein bisschen fehlt, ist das halt eher eine CT-lastige Map oder halt eine Verteidiger-lastige Map und das fängt sich dann langsam an zu drehen, wenn die T-Seite oder die Angreifer halt anfangen, gegen zu pushen, zu finden, wo sind die Lücken und dann halt auch mal zusammen durchziehen. Also beide Teams sind noch ein bisschen im Winterschlaf. Daniel versucht schon wieder mit Sage den Entry in der Mitte, verliert aber gegen Tenshi im Orb-Duell. So. Und man baut jetzt um hier. Cookie konnte es nutzen. Position ist. Da gibt es irgendeine Fehlinformation. Man geht davon aus, dass das Cypher oben auf den Boxen ist. Ja, genau. Ja, natürlich. Nicht so viel Rüstung verloren. Nicht, hat noch fast alles. Jetzt ist Jet natürlich. Jet geht hinten ausschließen. Ja. Und könnte sein, dass Jet sich jetzt entscheidet, auf A rüber zu rotieren. Aber die Race riecht das früh genug. Das wurde schon einmal so gemacht. Entsprechend wird sie da jetzt auf ein Duell fallen und jetzt splittet sich das gesamte Alpha-Team auch wieder komplett auf. Ja. So, und da kommt jetzt der Koopa. Schauen wir mal. So, Omen geht voraus. Ja, Leute, auf der Seite, wenn ihr jetzt gemeinsam drücken. Nero am Spot. Mega Kata kannst du nutzen. Holt sich den ersten. Hat halt eine gute Position. Ja. So, und jetzt sind auch schon die Mates da. Jetzt sind die Freunde da. 30 Sekunden. Und entschieden. Das wird natürlich 18. ordentlich runtergespielt. Das steht schon nach 10, ja. Auf jeden Fall schon mal, ich würde behaupten, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes erstes Match zum Turnierauftakt. Bisher 8-7, fast gleich. Verteidiger ist auf jeden Fall. Alpha startet auf jeden Fall bisher so wie es vorhin auch Nightmare Hunter gestartet ist. Und dann mal schauen, ob es sich nachher auch einpendeln wird. Jetzt gehen sie aber auf A. Schnapp sie dir. Bisher dafür aufgebaut. Da oben schickt jetzt aus seine Smoke, damit wird dann jetzt wahrscheinlich der Gruppe passieren. Viper kommt noch ein bisschen was Zeit raus so mit ihrem Gift. Falke hat die Chance. Falke steht nicht so schlecht. Hat es leider nicht nutzen können. Nero mit der Ulti. Dadurch. So, X-Man hat hier alleine noch den Helm zu halten gegen die Rainer. Sie pusht langsam aus. Die anderen sind auf der A-Side mittlerweile drauf. Legen die Bombe für Elbow. Ja, die Rainer kann auch gut ablenken. Megakata ist auch jetzt mit dem Fokus auf Rainer. Drei sind, achten jetzt auf Rainer. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ja, mittlerweile das Überzahlspiel in der aktuellen Situation. Ja. 3 gegen 2, die Nightmare Hunter haben da noch ein bisschen mehr auf dem Feld, entsprechend mehr mitzureden und die Bombe tickt gnadenlos. Cypher mit einer Verzweiflungstat, natürlich war das sinnlos ohne Demate, ist auch gestorben. Und Bombe geht hoch und das war teuer. Ja. Man ist so überrascht darüber, dass man es geschafft hat, die Bombe hochgehen zu lassen, dass man da ganz schon nachgedacht hat, auch mal wegzurennen, ne? Passiert natürlich. Der Chef wird sich gerade unterhalten, welche Map alles gebannt werden soll. Ja, Essen ist halt nicht so beliebt. Das. Das ist man sich auf jeden Fall bisher fast einig. Ich muss was in die Luft jagen. Ja, bei Split und Ace und ich verstehe, wann man beides bannen muss, dann. Man hat nur einen Bann, dann kann das Ganze natürlich ein bisschen blöd sein von der Aufteilung her. Drei Leute haben die A-Side wird diesmal komplett freigelassen. Mhm. Nightmare Hunters, die ziehen auf jeden Fall durch, sind schon mit 4 Leuten auf der Side, einer hält die Rampe. Cypher schließt nur aus, wenn er über den Underground nicht gehört wird und mit Tempo durchkommt, dann könnte das noch ein erfolgreicher Retake werden. Viper währenddessen mit dem Entry. 4-4. Rainer hält auch noch. Jetzt gleich wird der Sova hier hinten auf Contact treffen.
gegen den oben und im Heaven Race gegen die Rainer. Tensch mit der Orb. Am Up-Aim noch vorsichtig. Der Taste den am Samran. Oben geht vor. Kriegt den noch. Tensch mit dem ersten. Ah, fast bei den zweiten. Angreifer gewinnt wieder. Wo steht er noch? Gut, wurde lange, wurde sicher gehalten. Das war entsprechend einfach schön die Bombe verteidigt. Es steht schon 10 zu 7 für die Nightmare Hunters. Hier. Merke schon, ich hab's einfach gejinxt. Schön gleich auf. Und seitdem erstmal wieder Nightmare Hunter ein bisschen aufgeholt. Also es waren jetzt auch nur zwei Runden, ne? Natürlich weiß man jetzt ein bisschen was, okay. Wie müssen wir uns stellen? Und jetzt ist es natürlich wieder an der Seite von Alpha Esports zu entscheiden, welche Veränderungen man in dieses Spiel reinbringen wird, um eventuell doch wieder die Runden auf die eine Seite zu holen. Ja. Diesmal mit einem ganz schnellen Big-O. Jet nimmt natürlich die Traps mit und den Headshot. Die Ruffles wird in der Zeit von oben und Race zusammengehalten. Alle unversehrt auf die Zeit gekommen. Race am Flick durch, aber. Was war das für ein Move? Von allen Seiten belagert. Da oben schön getroffen von Nero. Die anderen beiden kommen auch aus dem CT raus, sind jetzt hinter Pillar und schießen sich gegenseitig ab. Okay. Sehr interessant, was hier abgeht. Aber da macht man natürlich auch nicht mehr viel, wenn du von allen Seiten beschossen wirst. Und du hinter so einem kleinen, ja, Fehler stehst, dann ist dein Leben nicht mehr schön, will ich behaupten. Na, F7. Was gewinnt man nochmal? Ganz viel Ruhm und Ehre. Die Chance ist da. Und ein Foto von mir nackt wie Spade. Genau, und tarnungshalber, falls das noch nicht genug ist, haben wir auch noch ein paar Steam-Keys, die wir dann als Siegerteam verteilen. Aber hauptsächlich ist natürlich der Spaß der Vordergrund. Bisher finde ich es auch ziemlich unterhaltsam, muss ich einfach sagen. So, 11-7. Man sieht so, wie man vom Gegnerteam auch ein bisschen lernt. Diesmal schnell A von Nightmare Hunters mit Tempo. Wie gesagt, wenn das Umschaltspiel funktioniert und man mit Tempo drauf geht, dann ist das eine relativ ausgeglichen, wenn nicht sogar leicht decided Map. Ja. Man hat gemerkt, dass man durch einen Rush kommt man weit gegen Alpha bisher. Und das hat man, und jetzt seitdem nutzt man dieses System auch, bis Alpha durchgeht. Also was heißt durchgeht? 3 Runden. Also seitdem klappt es auch. Und jetzt müsste man theoretisch auch seitens von Alpha Esports dann halt wieder defensiv gehen, Info sammeln, okay, auf welche Side fallen die und dann sich zurückfallen lassen und diese Side dann einfach aufgeben, ohne dass man dann irgendwo stirbt. Wenn man irgendwo einen sicheren Frag holen kann, ja, natürlich immer, aber so. Ja, aber nichts willig, darum geht's auch. Also, das ist auch. Einfach Bock haben drauf. Cool. Matchpoint. Hat natürlich nichts zu sagen, aber. Er ist schon mal da. Alpha darf sich jetzt natürlich nicht davon beeinflussen lassen. Ja, also mit einer Bulldog und einer Spectre im Spiel kann das Ganze natürlich ein wenig unangenehmer werden jetzt auf der Verteidigerseite. Das ist natürlich jetzt lassen die. Aber man sieht immer in 14, 15. Für Alpha E-Sport. Ja. Man baut hier in der Mitte auf. Genau. Man probiert es wieder mit einem Rush. Man geht einfach direkt voran. Ich hör auf jeden Fall Odins, man will mit brutaler Gewalt durch. Jetcutter aus der Panik-Situation noch den Sieg gegen Cypher richten. Da ist Tension die Ulti draußen. Die gegenüber. Ja. Zwei Situationen. Er hat keine Ahnung, was da gerade abgeht und entsprechend wurde das Ganze dann doch nochmal zum Positiven gewendet. Ja. Omen kommt nun vom Spawn aus. Bike ist down, wir haben keine Info, jetzt haben sie die Info. Ja. Damit kann man theoretisch arbeiten. Carter und Nightmare, ja. Geblendet. Der Blind. Geht in Deckung! Raketenwerfer. Ja. Probieren kann man's. Kleiner Austausch hin und her. Also gleich hat er alle seine Items verworfen, aber. Alle Fähigkeiten werden mal durchgereicht. Beide gehen vorsichtig auf jeden Fall zur Sache. Tasten sich langsam ran. Also das sollte man sich immer merken, einfach nicht vielleicht so unter die Hälfte oder zwei Drittel der eigenen Waffenmunition rumprühen, weil wenn dann der Gegner rumzieht, hast du ein Problem, dann könnte mir tatsächlich... Gute Posi. Ob er es jetzt zum Vorteil nutzen kann? Ja, ist natürlich die Entscheidung. Der Druck ist groß. Nightmare hat natürlich eine gewisse Ahnung, dass die Race halt auch im Heaven stehen wird und muss sich noch nicht ums CT oder um Garage scheren, ne?
Vorsichtiger Plant, das Ansatz. Jetzt hat Racy gehört. Weiß natürlich Bescheid. Weiß Bescheid. Ja. Vorsichtig herantasten. Und hat viel mehr Leben, ne? Also Racy hat auch was sich. Angeht. Da ist aber der Headshot. Ungefähr Ausgleich. Beide jetzt angehittet. Nee, der Kater macht keinen Hit mehr mit. Und da ist die Entscheidung. Schade, GG. Da ist die Entscheidung. GG. Letzter Sieg für Nightmare Hunters. Knappes Spiel, würde ich behaupten. Ein paar sehr knappe Runden mit dabei. Ja. Cypher so gleich, fast Gleichstand wieder, nach der Hälfte. Jetzt sehen wir auch wieder alle. Jetzt haben wir auch wieder die Stats, die wir uns alle anschauen können. Ja, also New Daniel hat natürlich sehr, sehr viel beeinflusst mit seinen 24-9. Ich denke, das steht außer Frage. Ja. Er war toll am Kaufen, viel mit der Orb reingegangen, aber hat halt auch viel beeinflusst, besonders in Clutch-Situationen. Aber auch interessant so zu sehen, Alpha fast auch komplett. Moin! Zusammen. Guten Tag! Kommt er direkt zum Interview! Direkt zum Interview. Da dürfte der Team-Captain den entscheidenden Punkt sichern. Die ersten drei Punkte, GG. Ja, die ersten drei Punkte. Ich bin sehr stolz auf mein Team auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall eine überzeugende Leistung. Zeitweise war der natürlich gleich auf. Beide Teams, ich habe jetzt nie so direkt den Favoriten gesehen, sage ich mal. Aber irgendwann habt ihr mit dem Rush angefangen und dann seitdem war es sehr siegführend. Der Rush war sozusagen der Moment, wo wir gesagt haben, die hier. Wobei man da natürlich ein bisschen natürlich so an unseren Frontmann, natürlich so Daniel ein bisschen so... Daniel wird auf jeden Fall überzeugt. Bisher wäre er der Torschützenkönig, wenn man beim Fußball davon reden würde. Das ist richtig. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch dann zum gegnerischen Team gehen und EG sagen. So gehört sich das. Sollte man fairerweise machen. Genau. Ja, ich komme nur nicht 13. rein, oder komme ich noch rein? Ich kann dich verschieben, weil war ja... Wäre geil, wenn du mich verschieben würdest. Ich schieb dich mal heimlich rein, ne? Schieb mich mal heimlich rein. Sehr gut. Dann darf ich erst nochmal gratulieren. In der Zeit trage ich einfach mal das erste Ergebnis ein, was ihr gar nicht seht, das ist auch sehr smart von mir. Auf jeden Fall, Spiel 1 ist getan. Alpha Esports gegen Nightmare Hunter 7-13. Wird natürlich jetzt alles gut festgehalten. Auf jeden Fall, erstes Match war auf jeden Fall schon mal super interessant. Auch so die erste Erfahrung, sag ich mal, zu sammeln. Wir können auch schon mal hier in die Tabelle alles eintragen. Wird natürlich jetzt auch alles live gemacht, dass man sehen kann, dass hier kein Schmu gemacht wird. Der erste Sieg ist auf jeden Fall da. Die erste Entscheidung. Würdest du schon irgendwelche Erfahrungen mitnehmen, Inki? Nach diesem ersten Match? Ja, auf jeden Fall, dass die meisten Spiele, wenn selbe Skillstärke dabei ist, sehr Daily Performance abhängig sein wird. Also theoretisch haben sich jetzt gerade die Teams nichts gegenseitig getan. Daniel hat ein bisschen herausgestochen, hat einen guten Tag. Aber wäre jetzt auf der anderen Seite jemand gewesen, der in der Lage gewesen wäre, das zu stoppen. Man hat ja besonders gesehen, dass das Team um Daniel an der Stelle, um Nightmare Hunters, im Grunde das Problem hatte, dass wenn Daniel gestorben ist mit der Sage ganz am Anfang, dass die Runde damit dann auch schon wieder weggegeben war. Das liegt nicht daran, dass Daniel viele Frags macht, sondern das liegt daran, dass Daniel halt auch besonders aggressiv spielt und damit steht und fällt logischerweise dann auch die Möglichkeit, das Spiel von anderen beeinflussen zu lassen. Oder halt, wenn die Gegner in der Lage sind, dagegen zu gehen, halt ihn dann zu beeinflussen. Und das ist halt eine Tagesperformance-Sache. Ein anderer Tag hätte ein anderes Ergebnis gebracht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das war auch so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich habe ja in einigen Streams auch mal reingeguckt, so als wenn ich mitgekriegt habe, okay, sie waren am Trainieren. Habe so ein paar Vorbereitungsinterviews, sag ich mal, gegeben. Und war auch schon ganz interessant. Also viele sagten auch, wäre tagesabhängig bei ihnen. Also quasi direkt die Bestätigung aus seiner These. Aber auf jeden Fall jetzt die Tabelle schon mal da. Aufgrund der Differenz ist natürlich Alpha Esports auf den vierten Platz. Das heißt natürlich nichts. 0 Punkte sind 0 Punkte. Nein, mein Antrag konnte sich auf jeden Fall die ersten drei jetzt schon mal sichern. Dann geht's natürlich dann am was ist denn das nächste jetzt? Das nächste ist tatsächlich auch der erste Spieltag, der geht am Samstag dann weiter, passenderweise. Die Team Hangover 96 gegen die Unterhosen-Mafia.
wird um 15 Uhr stattfinden. Um 15 Uhr, aktueller, richtig, ja. Genau, aktueller Stand. Dann, wir werden es natürlich mal schauen, ob das alles zeitweise passt. Bisher war das auf jeden Fall sehr gut. Also jetzt quasi eine Stunde um. Bisher stimmt's. Es kann natürlich zu ein paar Verzögerungen kommen, sag ich mal, im Zweifelfall fällt nach oder so. Aber wir haben ja auch später angefangen. Also 16 Uhr geht es dann natürlich dann auch weiter. Gerechnet werden. Ja, also das ist ein strammer Zeitplan und wenn der mal ein bisschen aus den Fugen gerät, dann müssen halt auch alle einfach mal ein bisschen Geduld an der Stelle zeigen. Genau. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Das passiert in den größten Turnieren so. Genau. Unterhosen-Mafia darf dann direkt die ersten beiden Spiele machen. Und siehst du, daraus, kannst du daraus schon was sagen, wenn man quasi zwei Matches direkt hintereinander macht vom Turnier? Es ist natürlich deutlich strapazierender. Ja. Ne? Der Vorteil in der Situation ist, dass dann beide Teams schon gespielt haben vorher. Das eine Team muss halt eine Stunde warten, das andere Team kann halt eine Stunde später, die sind dann quasi direkt warm, aber eventuell halt auch ein bisschen überanstrengend. Ich denke, für beide kommt es darauf an, wie das Spiel vorher ist. Wenn das ein anstrengendes 13-12 wird, dann kann man natürlich mit einer sehr energiezehrenden Nachmittag an der Stelle rechnen und dann ist im zweiten Match quasi gefragt, welches Team jetzt die größere Ausdauer hat. Genau. Ist auf jeden Fall interessant. Unterhosen-Mafia wird am Samstag, aktueller Stand, bisher alle drei Spieltage ablegen. Und alle anderen verteilen sich dort. Alpha eSport ist am Samstag und am Sonntag dran. Die haben es jetzt angefangen und werden es auch beenden, das Turnier. Und Hangover verteilt sich dann auch noch so, sag ich mal, mit. Die werden auch Samstag und Sonntag dann vertreten sein. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Willig, wir können gerne auch nochmal offscreen reden, sonst kannst du auch einfach gleich, sobald der Stream vorbei ist, nochmal zu uns reinschauen. Wir sind ja gerade beide da. Dann passt das. Dann würde ich nochmal wollen wir beide, sollst du mal Alpha eSports nochmal einen kleinen Besuch abstatten zum Interview? Sollst nee, das wird zu viel. Die sollen eher einen, wenn die runterschicken. Okay. Das gehe ich ja mal kurz rüber und sag Bescheid. Sehr volle Party. Na, so. Ja. Guten Tag. Möchte einer gleich nochmal private hier noch als Finale nochmal ein kleines Interview geben? Aber warum nicht? Bin immer offen. Ja, das ist fein. Dürft ihr euch aussuchen, wer kommt. Das dürft ihr euch aussuchen. Wer gerade die Lust hat. So. Die dürfen sich jetzt betteln, wer jetzt noch die Ehre hat. Ja, der Team-Captain geht mit Ehre voran. Ja. Die Erfahrung nach dem ersten Spiel. Auf jeden Fall erstmal GG natürlich. War ein gutes Game. Ja, GG kann ich nur zurückgeben. Die haben mega gut gespielt, meines Erachtens. Wir haben einfach am Anfang überhaupt nicht reingefunden, in der Aufwärmrunde schon nicht. Aber seid dann auf jeden Fall gut reingekommen, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, wir hatten so unsere Momente, aber sind nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung, sagen wir es so. Aber auf jeden Fall das Comeback dann irgendwann gemacht. Als das Team dann angefangen hat zu rushen, dann war es natürlich dann für euch ziemlich problematisch. Ja. Das haben sie dann natürlich bis zum Ende durchgezogen. Aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall ein sehr gutes erstes Match, würde ich schon mal behaupten. Aber wir versuchen uns halt zu steigern jetzt. Genau. Sind ja auf jeden Fall, war ja schon mal jetzt eins von dreien, sag ich mal. Zwei sind ja noch offen. Habt ihr noch einmal Samstag und Sonntag die Ehre? Aber wir hoffen halt, ne? Dass wir es irgendwo noch gebacken kriegen, irgendwo reinzufinden. Hm. Und versuchen irgendwie halt das Beste draus zu machen. Genau, ihr habt ja auf jeden Fall auch die Chance, die am Samstag das andere Team noch abzuchecken. Wo ihr auch noch gegen dran müsst. Die werden natürlich auch als allernächstes das direkte Duell machen. Freue ich mich natürlich auch drauf. Und ich habe auch schon gesehen, die haben euch auch teilweise abgecheckt. Ja, wir haben auch schon eine Kampfansage für bekommen. Ah, das ist doch schon mal gut. Oh. Gib schon mal die erste, dann geht schon so gut los. Das ist doch schon mal schön. Wo ist das Kamerateam? Ja. Oder, das kommt noch, das Kamerateam. Das kommt noch. Da fehlt der dritte Mann, der so den Background noch mitkriegt. Ne? Das ist schon wieder für die zweite Season. Aber auf jeden Fall GG und auf jeden Fall noch gibt's bis Samstag, habt ihr da noch Pläne zur Änderung? Wollt ihr nochmal Trainingssessions einlegen oder? Oh, das auf alle Fälle. Morgen wollen wir auf alle Fälle noch was machen und je nachdem wie die Zeit Samstag ist, Samstag auch nochmal. Wir wollen dann einzelne Situationen nochmal durchgehen. Zur Agent-Auswahl und.
Ja, sehen. Weil wir können da auch eine Asi-Nummer ziehen noch. Aber schweige ich noch drüber. Sind wir uns noch nicht schlüssig, ob wir das durchziehen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Könnte witzig werden. Ja, dann auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Vorbereitung. Noch viel Glück beim restlichen Turnier. Man hört sich dann spätestens am Samstag dann wieder. Falls nichts vorher anfallen sollte, was ich erstmal nicht hoffe. Jo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Jo, danke gleichfalls. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Enki, war mir, wie am Anfang schon gesagt, war mir ein Fest. Das ist schwer, schon mal mit dir durchgehen zu können. Mal schauen, ob du noch zum Einsatz kommst in diesem Turnier. Das ist aber erstmal ein anderes Thema. Ja, das werden wir dann sehen. Genau, das ist erstmal noch alles offen. Aber war auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes erstes Match. Hoffentlich hat es euch allen erstmal gefallen. Das war es erstmal mit dem heutigen Stream. Möchtest du noch finale Worte abgeben? Bevor ich jetzt ohne dich zu fragen hier alles beende. Ja, also ich weiß nicht, wie es für dich aussieht. Ich habe das erstmal kommentiert. Ich hoffe, das war trotzdem in Ordnung für alle. Ja, genau. Dass es gut verständlich war, nicht zu schnell, nicht zu lahm. Informativ, aber trotzdem unterhaltsam. Ist auch egal, wie man es dann. Ne? Außerdem genau. Möchte ich meiner Mutter danken. Lasst ein Like und ein Abo da. Genau. Und Du hast es auch genommen, richtig? Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn ihr die Tage auch wieder da seid am Samstag und das Ganze mit anguckt oder eventuell mit Fiebert mitspielt. Genau, Samstag ist dann der große Tag. Und spätestens da sehen wir uns dann wieder. Hau das mal rein. Viel Spaß bei den Teilnehmern, die hier zugeschaut haben. Und natürlich allen anderen, die das vielleicht noch mitkriegen, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich konntet ihr nötige Informationen rauskriegen, die euch interessiert haben. Und seid auch schön gut vorbereitet. Bis Samstag. Haut rein. Und noch schöne restliche Tage bis dahin. Ciao. Ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life.